Hit ist da, ich schieße jetzt einfach mitten rein. Oh, der erste Kill direkt. Oh, Digga, das Teil ist OP. Leute, guckt euch das an. Dreimal den neuen Granatwerfer. Holy shit. Ja, was ist denn los, ja, Leute? Hier ist wieder der Benny und der Hauptner von Die Badis Zocken zu einem neuen Fortnite-Video. Und es gibt ein neues Update. Ihr seht es schon. Der Annäherungsgranatwerfer ist jetzt im Spiel drinnen. Wir werden das Teil jetzt kurz testen. Die Runde ist schon gut abgegangen. Ich heal mich nochmal kurz. Und dann gucke ich mal, ob ich damit auch ein paar Gegner wegrasieren kann. Ich habe dies Teil nur im Trailer in Action gesehen und da ging das ordentlich ab, weil das dann einfach so wie Aimbot auf die Gegner losfliegt. Und ja, mal gucken, vielleicht wird es echt so geil, wie es im Trailer war. Ich glaube, dann könnte es echt OP sein. So, ich habe schon 10 Kills gemacht in der Runde. Mal gucken, es leben noch 4 Gegner. Ey, das fliegt nicht auf die Gegner zu, oder? So ein bisschen schon, ja, Mann. Digga, wo schießt denn die auf mich? Wirklich? Ey, das wäre krass. So, warte, wo hat der gerade geballert, der Kollege? Hier, hier, hier unten? Ja. Hier unten. Guck mal. Und? Nee, das fliegt nicht hin. Im Trailer sah das ein bisschen zu aus. So, warte. Komm, wir schießen jetzt ein paar Mal auf die Gegner da. So. Boom! Der erste Hit ist da. Ich schieße jetzt einfach mal mitten rein. Oh, der erste Kill direkt. Oh, Digga, das Teil ist OP. Komm. Nee, warte, da explodiert's nicht. Du musst drüber schießen. Ja, ich sehe es gerade. Der andere hat's auch, oder? Ist das Granatwerfer? Nee, ist ein normaler Granatwerfer. Komm. Komm. Das Geile in dem Teil ist... Es muss ist, nur in der Nähe sein, dann explodiert's. Genau, es muss in der Nähe von den Gegnern sein und dann explodiert's. Warte, es fliegt auch in so einem bisschen einen Bogen. Okay, muss man ein bisschen üben. Komm, ich will den Typen da hinten noch treffen. Ah, oh, 2 Schuss nur noch. Gib mir doch einen Hit, oh. Ja! Nice, nice, nice. Ist auch einer der letzten. Komm. Okay, leider Munition leer. Muss ja, wenn du die holst. Oh, hat sich natürlich direkt wieder eingebaut. Digga, mach nicht so Faxen hier. Als ob. Okay. Oh, der letzte kommt, Achtung! Ja, ich brauch die Raketenmuni. Hat das wo? Nee. Doch, du hast genug Schuss. Okay, kurz nachladen. Ich muss das Teil noch ein bisschen austesten. Erstmal healen. Ja, ja, wir wissen es alle. Den kannst du locker jetzt mit dem Teil wegholen. So, wo ist er? Unten irgendwo? Hier. Okay. Da. Drauf da. Oh! Boom! Digga, da Damage, Mann! So, kommt er hoch oder was? Nee. Nee. Boom! Oh! Holy shit, ist das Teil krass, Leute! Oh mein Gott, war das eine stabile Runde, Leute! Holy shit, ihr habt das Teil jetzt schon mal fett in Action gesehen. Wir zocken jetzt noch eine Runde. Vielleicht rasieren wir nochmal zu, vielleicht bekommen wir sie nochmal. Es hat sich auch noch einiges anderes getan. Erzählen wir euch jetzt auch noch gleich. Aber holy shit, 13 Kills und. Mit dem Teil habe ich jetzt 4 Kills damit gemacht, oder? Oder 3? Ja, oder 3? Ich weiß nicht. Richtig nice. Geil, Leute, nochmal, auf geht's. Das ist so unfair, Alter. Ja, ich muss nur in der Nähe sein. Ich muss nicht einmal mehr aimen. So, Leute, wir sind in Tilted Towers gelandet. Ihr seht hier auf dem Boden schon eine Shotgun, nämlich was sich viele gewünscht haben. Und deshalb finde ich das Update auch richtig geil, dass die Shotguns öfter am Boden rumliegen, speziell am Anfang, und das wurde endlich geändert. Es droppen mehr Shotguns am Anfang auf den Boden und ja, man findet die deshalb jetzt häufiger, also die Drop Rate von Shotguns wird halt quasi einfach hochgestellt, und ich muss sagen, finde ich eine super Veränderung, weil es war echt Abfuck am Anfang immer nur mit einer SMG oder Pistole rumzulaufen, und von dem her eine tolle Sache. Aber Leute, wir kommen nochmal zum Annäherungsgranatwerfer. Das Teil kann man in Lila und in Gold finden. Macht 67 bzw. 70 Schaden, wenn man den Gegner damit hittet. Und ihr habt es gesehen, man muss nur in die Nähe eines Gegners schießen und dann explodiert das Teil und macht auf jeden Fall krass Schaden. Ja. Ich muss sagen, ihr könnt mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich finde es krass OP. Man kann das Teil am Boden finden, in Verkaufsautomaten, in Truhen, obwohl am Boden, sorry Leute, kann man es nicht finden. In Truhen, in Beutetruhen, in Vorratslieferungen und in Verkaufsautomaten. Ist halbautomatisch, 2 Schuss passen rein. Und ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krank. Was sich noch geändert hat, neben der Spawn Rate von Shotguns, ist die Spawn Rate von Schildtränken und, ja, also von kleinen und großen Schildtränken. Die wurde nämlich auch hochgedreht, was ich auch cool finde. Weil ich finde, ja, man hat echt in letzter Zeit einfach auch zu wenig Schildtränke gefunden. Ja. Und von dem her echt ein richtig, richtig nicer Patch. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir das Ding nochmal finden, ob wir die Runde nochmal rasieren können. Du hast, glaube ich, 2 Kills sogar noch gemacht, oder? Ja, die 2, die da im Continental waren. Perfekt. Und ey, bei mir sind nochmal 2 Stück, glaube ich. Oder einer, keine Ahnung. Komm ich mit. Ja. Boom, ist...
Ja? Ist halt eine krasse Alternative zum Boombogen, wenn man Bock hat. Hab ihn. Okay, perfekt. Close one. So, ja, das war knapp, ich will mich jetzt einfach mal. Ja, du hast gerade gesagt, eine gute Alternative zum Boombogen. Ja, und der Sturm hat sich auch verändert, weiß ich nicht, ob du das schon erwähnt hast. Genau, habe ich nicht erwähnt. Er macht jetzt nämlich, also diese, wie heißt das, Sturmdreher, macht jetzt permanent 5 Ticks, also auch am Anfang. Es war ja bisher so, dass der Sturmdreher den Damage gemacht hat, den die aktuelle Zone hatte. Das heißt, in der letzten Zone 10er Tick quasi und in der ersten Zone nur ein 1er Tick, wenn man den geworfen hatte. Und deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass man das Teil am Anfang einer Runde eingesetzt hat, weil 1er Tick, ja, macht dann gar keinen Schaden. Von dem her absolut für den Arsch. Jetzt macht es konstant 5er Tick und ich muss sagen, finde ich ganz cool eigentlich. Hat ich auch. Jetzt auch am Anfang wirklich einen Sinn, dass man das Teil verwendet. Und ja, ansonsten hat sich noch was verändert. Ich glaube fast nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Ja, deshalb Leute, würde ich sagen, wir gucken mal, was wir die Runde noch so reißen. Und vielleicht haben wir Glück und wir bekommen es nochmal. Also, ich hatte gerade echt so fucking viel Spaß beim Verwenden von den Teilen. War nice. Aber der Granatwerfer ist halt jetzt absolut useless, weil warum sollte man Granatwerfer zocken, wenn man das krasse Teil hat? Also. Ja, das ist wahr. Ach ja, Leute, haben wir gerade noch eine Sache rausgesucht. Morgen kommt ein neuer Modus, den wir letztens schon erwähnt haben. Der Fake Call of Duty Zombie Modus. Also ein Co-op-Modus, wo ihr zu viert mit Freunden gemeinsam oder mit Randoms gegen irgendwelche Zombie-Horden, die wieder auf der Map spawnen, kämpfen müsst. Ihr müsst dann quasi über die ganze Map laufen, habt verschiedene Punkte, wo ihr hingehen müsst, müsst dort die ganzen Zombie-Herden töten, könnt respawnen bis zum letzten Punkt quasi. Dort müsst ihr dann die ganzen Zombie-Herden und den Zombie-Boss besiegen. Und ja, der Modus kommt morgen und wird richtig nice. Also wieder was Neues und ich glaube auch, der Modus wird länger bleiben als die normalen Modi, die permanent wechseln, sondern ja, dass es echt so was Eigenes ist wie Creative. Ja. Und ja. Oh, ich habe ihn einfach aus der Kiste bekommen. Ja, moin. Nice. Leute, wie viel Lack kann man haben? Zwar wieder in Lila, aber ich beschwere mich mal nicht. Richtig, richtig geil. Oh man, nice. Jetzt kann ich damit dann gleich wieder ein paar Gegner abpacken. Ja, mich hat gerade einer gesniped. Okay, weißt du, wo der ungefähr war? Ich hätte einen Rift um hinten. Südosten von mir. Okay. Hier, direkt. Ja, ich komm. So, das Teil bleibt auch 10 Sekunden in der Luft fliegen. Also theoretisch müsste ich den, glaube ich, auch hitten können. Man muss nur hoch. Der hat ihn auch! LOL, der hat ihn auch! Okay. Oder irgendwas hat sich da mega krass gerade angehört. Aber es ist auf die Range schwer zu treffen, muss man auf jeden Fall sagen. Oben der Hit? Nee. Komm. Oh, ich habe einen Hit verteilt. Nice, nice, nice. Yes. Okay, die kassieren auch Shots. Aber der hat halt dann ekelhaften Highground. Ich flieg hin. Ja. Komm, gib ihm. Hab ihn. Nice one. Oh, Leute, jetzt snipe die von hinten wieder. Hab ihn. Beide okay. Down. Beide down. Ja, nice. Jetzt kannst du auch... Er liegt in Gold hier. Kannst du nehmen. Oh ja. In Gold habe ich Bock drauf. So, hast du ein bisschen Muni für mich? Ja. Warte, ich nehme ihn auch mit. Ich brauche ein bisschen... Obwohl, ich gebe dir. Komm, da. Gönn dir. So. Da liegt er nochmal in Gold. Was? Sie hatten beide den. Alles klar. Alles klar. Ist ja mal richtig lächerlich. Guck dir das an. Wie viele Shots hast du? Ich habe 3 Schüsse. Also okay, zwei, ja, ich habe 2. Okay. Warte, gib mal kurz alle 3 her. Ich will alle 3 ins Inventar nehmen. Ja, da gönnt ihr. Leute, guckt euch das an. 3-mal den neuen Granatwerfer. Holy shit. Ehre. So, den kannst du da haben in Gold. Ja, wollen wir hinriften? Ja. So, warte, passt die wahrscheinlich, oder? Ich guck mal ganz kurz nicht, dass sie schon auf dem Weg hier hin sind. Nee. Auf geht's. Da sind keine Shots drinnen. So. Der ich nicht mehr. Das ist ein Gegner-Team. Nice. Ich schieß auf den hier oben. Boom! Er hat einen Hit. Boom! Ich habe einen Down wieder. Der nächste Kill mit dem Teil, das ist so herrlich. Digga. Du wiederbelebst ja keinen. Knockt hier bei mir. Ja. Ich komm hoch zu dir. Den gefinished. Der andere hat auf jeden Fall schon einen. Rennt weg. Ja. Okay, der entkommt leider. Keine Chance. Einer ist in das hier rein. Ja, der ist bei mir hier. Safe hier irgendwo. Nice one. Let's go, Leute. Ja. Warte, ich teile Shots wieder auf. Runde geht wieder gut weiter, muss ich sagen. Nice, nice, nice. Oh, ich habe wieder 2 Schuss. Nein, was mache ich? Oh. Ich wollte einen Raketenwerfer einen Granatwerfer nachladen. Oh, da jetzt überall. Lass mal rüber in die Zone da. Ja. Süden? Da. Okay. Oh, der hat mich fast mitten in der Luft gesniped. Das war gerade richtig krank. Digga, du da oben. Ey, Mann.
Oh, er bekommt 70 Hit auf die Range. Holy shit, das ist einfach OP, das Teil. Okay. Wo ist der unter dir? Noch immer eingebaut. Oh, schade, leider keinen Hit bekommen. Oh ne! Die zerstören mich. Hier zwei Stück. Oh, wie die da drinnen campen. Ich geh mal kurz ein bisschen nach hinten. Die anderen pushen nämlich auch gerade. Ja. Er hat einen Bogen auch. Bogen. Ja, geht nur auf mich, Kollegen. Habe ich noch was zum Durchziehen? Oi. Warum gehen die wieder auf mich weiter? Kann mir das jemand erklären? Er wartet halt nur drauf, dass ich öffne. Easy. Achtung, Zone macht gleich gut Damage. Easy. Weiter. Ja. Ich hab gerade keine Zeit zum gucken, ob da noch was liegt. Okay. Puh. Anstrengend. Aha. Mhm. Erstmal durchziehen. Hier über rechts, oder? Digga, was macht. Oh, schade. Ah, jetzt wird auf einen anderen gesniped. Ich gehe über rechts. Er pusht, oder was? Hinter dir am Berg um, der könnte dich holen. Mann. Er fliegt wieder hinterher, was ist das für ein Spitzer? Nein. Er hat so krass verdient, einfach kassiert. So, was ein Schwitzer, wie einfach hinterher geht und kassiert. Digga, nur dumm. Okay, ich hab. Hast du ein Lagerfeuer? Guck gleich. Nee. Oh, der ist ja wirklich. Achso, nee, du hast die goldene Tarnung oben, deswegen. Ich denke mir gerade, der ist ja wirklich golden. Nee. Digga, wo ist denn der? Natürlich. Ich bin so tot. Nein, das scheiß Baumann. Aber Leute, ich würde sagen, ihr habt das Teil krass in Action gesehen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns wie immer morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.